Am Montag, den 19. Januar, fand im Hamburger St. Pauli Theater im Rahmen der Kampagne Jede Oma zählt eine Benefizgala zugunsten der Großmütter von AIDS-Waisen im südlichen Afrika statt. Initiator der Kampagne Jede Oma zählt sind die Hilfsorganisationen HelpAge Deutschland und ForOptimist International. Schirmherren des Abends waren die Hamburger Schauspielerin Hannelore Hoger und Bremens ehemaliger Bürgermeister Dr. Henning Scherf. Das sieht man einfach, wenn man im Land ist, wirklich deutlicher. Sie sehen die Menschen und sie sehen natürlich auch die große Trauer, ja, und sie sehen die Notwendigkeit und die Bedürftigkeit. Und wenn man da helfen könnte, würde ich meine drei Wünsche dahin geben. Mir gefällt auch, dass ich mein Engagement für anders alt werden hier in Deutschland oder in Europa, wenn Sie so wollen, in diesen Wohlstandsgesellschaften, dass ich das auf diese Weise über HelpAge auch global transportieren kann. Das ist mir wichtig. Rund 400 Gästen wurde von den Künstlern ein buntes Unterhaltungs- und Musikprogramm präsentiert. Neben dem Haarwesterhuder Kammerchor unter Leitung von Klaus Banzer und Franz Wittenbrink und seinen Comedian Harmonists begeisterte die Gruppe Musulu Art. Die Schauspielerinnen Hannelore und Nina Hoger lasen in Auszügen aus Interviews mit afrikanischen Großmüttern vor, die der Fotograf Christoph Gödern aufgezeichnet hatte. Woher kommt Ihre Sicherheit? Beide Kinder sind gesund. Sie sind bisher nicht krank gewesen. Insgesamt wurden an diesem Abend 5.000 Euro an Spenden gesammelt.